Bekanntlich isst man auch mit dem Auge. Und das ist mein heutiger Lifestyle-Tipp. Ich zeige euch verschiedene Utensilien, wie sie ihre Gerichte am schönsten präsentieren können. Das ist meine letzte Entdeckung. Es ist keine Sanduhr, sondern es ist ein Schneider, so ein Spiralenschneider. Es tut alles, was eigentlich Rüebli, also runde Rüebli, Gurken oder Zucchetti speziell schneidet. Es sieht am Schluss aus wie Spaghetti, also eine wunderbare Erfindung. Man hat sogar die Wahl bei dem Gerät, zwei verschiedene Schnittarten, also Schnittdicken zu haben. Der eine ist feiner, der andere ein bisschen grösser. Ich finde jetzt für Zucchetti nehme ich eher die kleine. Dann tut man das einfach so reinsetzen und dann geht es los. Ja, und so sieht es aus am Schluss, wenn man das eigentlich rausgeschnitten hat. Das kann man natürlich auch verwerten, nicht fortschmeißen, sondern auch ganz fein hacken und dann dazu beilegen. Dasselbe beim Rüebli. Ich liebe, wenn man ein bisschen Farbe rein tut oder Kontrast rein tut. Also zu den Zucchetti passt natürlich Rüebli wunderbar. Man kann auch Bierrettich nehmen, da haben wir so quasi Tricolore, quasi Italien, wie Italien, drei Farben. Gemüsespaghetti, auch für Kinder, ganz etwas Herzliches, die haben Freude daran. Für die Kinder, die nicht gerne unbedingt Gemüse essen, ist das vielleicht eine Möglichkeit, sich ein bisschen so zu animieren, dass sie Spaghetti essen, aber mit Gemüse. Und für Gäste ist es eine wunderbare Art, wirklich mal das Gemüse anders zu zeigen. Das Ganze ist sehr gut für Salat oder eben auch, um nachher zu kochen, wie ich das hier noch zeige. Ich finde Zucchetti schmecken besser, wenn sie ein bisschen anbrötelt sind. Also wirklich ganz, ganz kurz. Und zwar mache ich das im Sesamöl, zwei, drei Gutsch Sesamöl. Das rein tun, kurz ein bisschen anbröteln. Ich will es nur ganz kurz andünsten, damit es aber gleich knackig bleibt. Aber mit der Wärme tun sie natürlich die Aroma schön zusammen reinkommen, also reinfliessen. Und es schmeckt wirklich total herrlich. Und so will ich es jetzt gerade anrichten. Überraschen Sie Ihre Gäste mit herzigen Formen, mit herzigen Kreationen. Das geht am besten auch mit Schablonen. Ich liebe das. Mit Schablonen kann ich Gerichte zum Beispiel wie Hirsen oder Polenta oder Risotto ganz anders präsentieren als einfach so drauftätschen auf dem Teller. Kind liebt das natürlich auch herzlich. Oder das ganz altbekannte, normale, runde Glas in verschiedenen Formen. Da kann man auch die Formen so dann reinpressen und ja, jene Kreationen mit dem machen. Also das mal zum einen. Was ich sehr liebe, sind auch Kerne. Ich finde, Kerne sind eine wunderbare Art zum Dekorieren. Und dazu brauche ich meistens einen Sesam, einen Mixkern, wo verschiedene Kerne drin sind, und Leinsamen. Dasselbe gilt auch für den Rest, das ist mit Blumen zum Zerstreuen. Das sind verschiedene Farben und das sieht wunderbar aus. Vor allem, wenn das Essen ein bisschen vielleicht der Fader aussieht, kann man das wunderschön mit dem dekorieren. Gurkensalat darf nicht fehlen mit der Raffel. Das ist eine wunderbare Kombination zusammen und es sieht wirklich so herrlich aus und lässt jedes Kinderherz höher schlagen. Ich tue am liebsten anrichten mit Suram, Salz und Pfeffer, ein bisschen Öl, ganz, ganz wenig Essig und das schön zusammenmischen. Es gibt einen herrlichen Salat, der wunderbar aussieht. Pimp up your food. Ihr seht, mit wenig kann man eigentlich wahnsinnig viel rausholen aus den verschiedenen Gerichten. Also, lasst euch inspirieren von diesen Geräten. Die findet man eigentlich in jedem Haushalt, Warengeschäft. Und da kann ich nur dazu sagen, buon appetito.